willkommen bei den Homos von nebenan, dem Podcast aus München für Deutschland. Heute wieder aus den Sub in München mit dem spannenden Thema Ochsengarten. Wir haben heute als Gästin die neue Wirtin Elke in unserer Mitte. Hallo Elke, willkommen hier im Sub bei dem Podcast die Homos von nebenan. Du hast den Ochsengarten als Wirtin übernommen. Das war in unseren Augen mutig, gerade in der Zeiten von der Pandemie. Magst du dich uns, unseren Zuschauern, Zuhörern, bitte kurz vorstellen, Elke? Ja, guten Morgen. Ich bin Elke, ursprünglich aus Mannheim, habe in meinem Leben schon ziemlich viel gemacht. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung, habe als Fitnesstrainerin gearbeitet, als Massagetherapeutin, als Speisewagen-Stewardess und hatte auch schon eine eigene Kneipe. Und jetzt versuchen wir mal wieder was Neues. Das ist super, dann Dankeschön. Waren es bisher immer so in unseren Folgen, dass wir eine Art Schnellraterunde gemacht haben, wo wir immer Vorurteile und Klischees bedient haben. Das geht jetzt natürlich logischerweise nicht. Darum haben wir die Fragen und die Bedenken, die wir aus der schwulen Community gehört haben, bezüglich der Übernahme von einer Frau, die eine schwule Leder-Traditionskneipe genommen hat. Ist natürlich, es wird Fragen auf der AZ, hat dich ja auch schon interviewt. Und da haben wir so mal 4, 5 Fragen zusammengeschrieben und die liest dir der Andi gleich vor. Und wenn dir das vorgelesen hat, jeweils eine kurze, spontane Antwort von dir. Bitte, Andi. Genau. Der Ochsengarten hat seinen Zenit überschritten, Zeit für Veränderungen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Gäste, die bis jetzt da waren, auch weiterhin kommen möchten. Und es soll Tradition bleiben. Eine Heterofrau kann eine schwule Hardcore-Kneipe doch gar nicht führen. Doch, das kann sie, weil sie eine gute Schwulenmutti ist und weil es ja schließlich in den Ursprüngen auch eine Frau gemacht hat. Der Ochsengarten ist zu versifft, um wiederbelebt zu werden. Wir haben ganz, 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 ganz viel geputzt. Hält's noch zusammen? Ja, gerade so. Okay, eine SM-affine Frau zeigt den Jungs schon, wo es lang geht. Ich werde zumindest ein bisschen Spielzeug anschaffen, dass ich zur Not mal so zur Ordnung rufen kann. Sehr schön. Liebe Elke, wie bist du auf die Idee gekommen, den Ochsengarten zu übernehmen? Ja, ich habe ja schon ganz lange eine Kneipe wieder gesucht und die ganzen Jahre kam nichts Gescheites vorbei. Und dann habe ich eben, Friedl ist ja mein Nachbar und der war öfter bei mir auf dem Balkon zum Kaffee trinken und hat dann so angedeutet, dass er halt jetzt irgendwann mal aufhören will. Und dann habe ich immer gesagt, denk an mich, denk an mich. Und so hat sich das entwickelt. Okay. Also die Gelegenheit lag quasi auf dem Tisch, genau, für diesen Traum, auch wenn es mitten in einer Pandemie war und die Kneipe gerade zu war. Ja. Das ist ja schon mutig, auch ein gewisses Risiko. Hast du da auch Zweifel gehabt oder war ganz klar, ich mache das? Nee, also das war für mich ganz klar, ich möchte das machen. Muss aber ehrlich zugeben, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es so lange noch weitergeht mit Lockdown. Ja, ja. Haben wir, glaube ich, alle nicht. Nee. Ich habe es über die Abendzeitung erfahren, mhm, und ich habe mich ein bisschen geärgert über die Headline. Der neue Ochsengartenwirt ist eine Frau, Aufrufezeichen. Nervt dich das, dass die Sensation dein Geschlecht ist? Ganz ehrlich, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Okay. Also ich sage ja immer, es war ja ursprünglich schon mal eine Frau, deswegen, ja. Nein, aber es nervt mich nicht. Ja, okay, weil also, man hat es ja auch vorhin in diesen Gerüchten gehört, ne, kann eine Frau das, versteht die überhaupt die Bedürfnisse? Und das ist doch eine Man-Only-Kneipe, wie passt das zusammen? Bleibt es denn eine Man-Only-Kneipe? Ja, es bleibt eine Man-Only-Kneipe auf jeden Fall, halt bis am Donnerstag, da ist ja der SM-Stammtisch, da, ja, dürfen auch Frauen rein. Und ich muss dazu sagen, ich habe eh auch einen sehr queren Freundeskreis, auch zum Beispiel gerade auch bei der Bahn viel zu tun gehabt mit schwulen Kollegen. Ja, Klischee. Ja, ist so. Und ich habe auch oft am Donnerstag mit den anderen Gästen, mhm, geredet. Also ich bin mit denen immer super klargekommen und ich glaube, die mochten mich auch ganz gerne. Wirst du dann auch am Tresen stehen? Und auch, ja, Tresen, also auf jeden, okay, Fall, ja. Gibt es denn noch andere neue Gesichter im Ochsen, dann, die hinter der Theke zu sehen sind, oder alte Gesichter, die man noch kennt? Also den Andi und den André übernehme ich.
Und noch einen Peter, jetzt weiß ich nicht mal, wie der mit Nachnamen heißt, aber der hat 15 Jahre im Coop gearbeitet und wohl auch mal im Camp. Also der muss auch relativ bekannt sein. Ja. Also bekannte Gesichter und erfahrenes, erfahrene Menschen. Sehr schön. Du hast eben schon kurz erwähnt, dass die erste Wirtin des Ochsengartens eine Frau war. Jetzt ist die nächste Wirtin wieder eine Frau. Damals waren es die Olympischen Spiele, dieses Mal sind es hoffentlich die Gay Games. Da scheint da so eine Parallele zu geben. Welche, welche Hoffnung hast du in die Gay Games, die hoffentlich nach München kommen, auch mit dem Hinblick auf das Szenesterben? Also es ist ja so, dass in München in den letzten Jahren viele Szene-Lokale und Locations gestorben sind. Hendrix, Bau, Poppers, Cooks und so weiter. Hast du da Hoffnung, dass die Gay Games da was ändert, auch für dich dann als Wirtin eines schwulen Traditionslokals? Ja gut, ich glaube nicht, dass das dauerhaft was ändert. Also ich denke, es werden sicher viele, wie möchtest du nennen, Touristen da sein, die dann sicher auch in den Ochsengarten gehen, aber das werden wohl keine Stammgäste. Oder dann, wenn sie wieder in München sind, aber die werden nicht extra nach München fahren. Okay. Ich glaube, der Ochsengarten ist ja international renommiert mit seinem Namen. Du weißt von den vielen Postern im Ochsengarten, so ist es anderswo, hängen bestimmt auch Poster vom Ochsengarten noch rum. Das ist ja schon ein einfach bekannter Laden, der international einfach auch einer der ersten auch war, die sowas gemacht haben. Also deswegen glaube ich auch, der Ochsengarten hat so eine Tradition, dass er eben nicht untergeht. Aber ich meine so diese Institution Ochsengarten, also ich habe glaube ich in London habe ich mal Ochsengartenplakate in der Kneipe an der Wand gesehen und so. Da sind jetzt ja also um den Globus verzeiht irgendwelche Lederkerle, die früher schon mal da waren und jetzt so ein Bild im Kopf haben, wie der Ochsengarten gefälligst zu sein hat. Setzt sich das unter Druck bei der Gestaltung oder bist du da entspannt? Nee, da bin ich entspannt, weil wie gesagt, wir lassen alles so wie es ist. Wir haben gründlich sauber gemacht. Und ich möchte auf Dauer keine großen Sachen ändern. Ich möchte zum Beispiel mal neue Heizungen. Die sehen einfach nicht mehr schön aus. Aber dazu müssen wir halt auch erstmal ein paar Euro verdienen. Ich möchte zum Beispiel auch die eine Plakatwand, möchte ich Plexiglas drüber machen, damit die Poster auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber wie gesagt, dann brauchen wir erstmal ein paar Einnahmen. Ja, finde ich sehr schön mit der Plakatwand. Ich glaube, die ist echt was Besonderes. Ja. Wie ist sonst so dein Konzept? Wirst du die alten Partys und so beibehalten, die es gab? Also es gab ja immer so Mottoabende, wie zum Beispiel den Gelben Montag. Bleibst du bei solchen Konzepten? Also tatsächlich den Gelben Montag nein. Wir werden tatsächlich auch montags Ruhetag machen, weil sich so rauskristallisiert hat, dass da wirklich zu wenig los ist. Und damit fällt der Gelbe Montag sowieso unter den Tisch. Was ich aber möchte... ich möchte mit der Community sprechen, was jetzt so Starkbierfest und was Fasching anbelangt und so, was man da irgendwie machen kann. Wie schaut es mit Dresscode aus? Ich meine, der Ochsengarten ist als Lederkneipe eigentlich ins Geschichtsbuch eingegangen. Das war am Anfang der Gusti auch ganz wichtig. Die hat nur Kerle in Schwarz reingelassen und hat da einen ganz strikten Dresscode gefahren. Wir haben es gerade im aktuellen Fetischreport gelesen, dass sich in Salzburg ein Fetisch-Stammtisch deswegen sehr gut etabliert haben, weil die einen super strikten Dresscode von Anfang an hatten. So gut etabliert, dass sie jetzt als Abspaltung von LMC Wien sich etabliert haben. Hast du vor, sowas vielleicht auch mit ins Programm aufzunehmen, dass zumindest ein Abend ganz strikter Dresscode wieder wird? Oder ist das nicht so auf dem Schirm? Also das ist ein sehr schweres Thema und ich habe ja früher schon eine Fetischkneipe gehabt, deswegen weiß ich da schon so ein bisschen. Ich werde definitiv nicht jeden Tag Strict Dresscode machen. Gerne vielleicht mal Lederabende, Latexabende. Ich bin auch noch in Verhandlung mit einem Latex-Stammtisch, die ab und zu uns kommen wollen. Und ich werde so sinngemäß schreiben, es ist erwünscht und wir freuen uns sehr, wenn ihr im Outfit kommt. Aber ich möchte die Gäste, die einfach nach der Arbeit zwei Bier trinken wollen, und die brauche ich auch, die möchte ich einfach nicht rausschmeißen müssen. Aber es ist ein schwieriges Thema. Ja, es ist immer so eine Gratwanderung, weil zuletzt ist man halt dann doch, wenn man mal im vollen Fetisch in den Ochsengarten gegangen ist, eher ein bisschen angeschaut worden, so, huch, hast du heute noch was vor? Okay. Also,
da ist es so, die Gratwanderung schon schwierig, glaube ich. Also ich bin auch gerade am Formulieren, am Feilen einer Formulierung, Entschuldigung, wie ich das so ein bisschen rüberbringe, dass die Leute, wenn möglich, im Outfit kommen. Aber wie gesagt, ich schmeiß nicht die Leute raus, die eine Jeans anhaben. Wobei eine Jeans ja eigentlich, das heißt ja, glaube ich, Jeans, Leder und Gummi. Ja. Ja, müsste ich jetzt eigentlich auswendig wissen. Ich glaube, das macht es so schwierig, da, was jetzt der eigene Dresscode oder der eigene Fetisch ist. Und so, das definiert dann wieder jeder für sich. Absolut. Da kann man, glaube ich, da muss man, glaube ich, einfach auch die Menschen in der Szene kennen. Da komme ich jetzt ein bisschen zu den Kollegen von dir, die jetzt ja quasi dann schon länger ihre Kneipen haben. Und du bist jetzt ja plötzlich neu da. Tauschst du dich mit den Besitzern von Elias Camp und so weiter aus? Oder ist das eher noch so ein distanziertes Beschnuppern des Mitbewerbers? Nein. Also ich habe am Anfang allen eine E-Mail geschrieben und zum Teil Antworten bekommen, zum Teil nicht. Okay. Und habe mich zum Beispiel mit den Jungs von der Feuerwache schon getroffen. Im Edelheiß habe ich mich auch persönlich vorgestellt und habe auch gesagt, ich weiß vom Friedel, wenn denen mal der Schnaps ausgegangen ist, dann sind sie in den Ochsengarten gekommen und umgekehrt, dass ich das auf jeden Fall aufrechterhalten will. Okay, schön. Also ich möchte im Prinzip Kollegin sein und nicht Konkurrenz. Ja. Ja, beides wahrscheinlich am Ende dann. Ja, natürlich. Gibt also, man muss ja realistisch bleiben. Klar. Entschuldigung, man kann ja einen Abend in den Ochsengarten gehen und einen Abend woanders hin. Ich kriege das auch manchmal nacheinander hin. Ja. Das gerne auch, ja. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, weil mit dem Nacheinander, der Ochsengarten, das ist, so kenne ich ihn jedenfalls, war immer so die Kneipe, die immer auf hatte, auch wenn alles schon zu hatte. Also man konnte da auch teilweise beruhigt so um 5, 6 Uhr morgens reinfallen, dann hat er immer noch der eine oder andere Stunde verweilen können. Bleibt das so? Jein. Also ich sage ganz einfach, wir werden Öffnungszeiten haben und wenn Gäste da sind, genügend, dann fliegen die auch nicht raus. Aber wenn da noch einer sitzt an einem Bier, dann mache ich auch um 5 zu. Also das, ja. Ich werde bestimmt nicht mit 2 Gästen bis morgens um 10 da sitzen bleiben und warten, bis die ihr Bier ausgetrunken haben. Ja. Das verstehe ich mal als Appell, möglichst spät, möglichst lange im Ochsengarten rein. Ja, sag ich, wenn der Laden voll ist, ich bin ja nicht blöd und mache dann das Licht an und sage, geht nach Hause. Also. Ja klar, also, du machst das ja auch nicht nur aus purer Liebe gegenüber der schwulen Community, sondern das ist ja auch ein Unternehmen. Auch, ganz ja. Klar. Die schwule Community, also die bringt ja ihre schönen Seiten mit, ihre Eigenheiten und so weiter, aber vielleicht auch spezifische, unschönere Seiten. Ich denke da jetzt an also HIV, das Thema HIV, Präventionsarbeit, das ist, würde ich jetzt vermuten, ein Feld, mit dem du bisher noch nicht so konfrontiert warst. Und es gibt in der schwulen Partyszene auch natürlich so Phänomene wie Stricher und natürlich Drogenkonsum. Kann dich das schocken? Ist das etwas, wo du sagst, oh, da werde ich, habe ich schon so ein bisschen Sorge, was da kommt, oder? Nee. Also die einzige Sorge, die ich habe, dass ich einen Stricher am Anfang noch nicht so gut erkennen kann. Ja. Also ich weiß nicht, jetzt, keine Ahnung, Friedel oder so, da hat einer die Nase reingesteckt und der Friedel hat gesagt, das ist ein Stricher. Da werde ich halt einfach ein bisschen brauchen, um die Erfahrung zu haben. Aber Angst macht mir das nicht. Okay. Nimmst du als Herausforderung und sportlich und sagst, ich arbeite mich da rein in diese... Genau. Hast du auch erfahrenes Personal. Das kommt besser, dass ihr dann im Umständen unterstützt. Absolut, das ist mir auch wichtig. Also ich werde auch gerade am Anfang sagen, dass wir immer zu zweit sind. Mhm. Am Anfang, also später will ich unter der Woche durchaus, dass die Leute auch alleine arbeiten, aber dass am Anfang eben immer jemand da ist, der sich auskennt. Mhm. Bleiben die lichtberuhigten Bereiche erhalten? Na klar. Gibt es noch weitere Pornos? Na klar. Ja, natürlich. Ich muss nur noch rausfinden, wo ich die am besten herkriege. Oder selber drehen, das wäre doch auch mal. Im Ochsengarten einen Film drehen. Wärst du sowas offen gegenüber? Ja, selbstverständlich. Okay. Also im Ochsengarten einen Film drehen, das finde ich jetzt voll cool. Ich merke da so eine gewisse Lust, auch Neues auszuprobieren bei dir jetzt raus. Ne? Absolut. Weil du ja auch sehr viel Wert drauf legst, zu vermitteln, es bleibt alles beim Alten, macht euch keine Sorgen. Das heißt jetzt aber nicht quasi, dass
alles immer beim Alten bleiben muss, sondern es kann auch Neues kommen, so verstehe ich dich jetzt. Ja, also ich habe schon so ein paar kleine Ideen. Ich möchte zum Beispiel, wir haben ja diese Bärchen von Spreadshirt und ich möchte, dass die Leute, wenn die den mit in Urlaub nehmen und ein Bild machen vom Eiffelturm oder so und mir das Bild schicken, dann gibt es ein Gewinnspiel, der wer das beste Bild hat. So, also so ein paar Ideen habe ich halt. Also auch schöne Promotion-Gedanken. Ja. Sehr schön, cool. Ja, das freue ich mich drauf. Das heißt, T-Shirts und sowas gibt es vielleicht dann auch wieder? Ich habe einmal auf einem von unseren Fetisch Flohmärkten im Underground hat jemand eine alte Weste mit Ochsengarten-Logo hinten drauf gehabt. Ich habe mich so geärgert, dass ich doch nicht genommen habe. Ich habe die alte vom Friedel gekriegt. Nee, aber tatsächlich steht auch an der Tür vom Ochsengarten, ich habe bei, darf ich das sagen, Spreadshirt, einen Merchandising-Shop gemacht, also für T-Shirts und eben so Bärchen und noch so zwei, drei Sachen, Kochschürzen. Und die alten Ochsengarten-T-Shirts, wo ich jetzt eins davon anhabe, die gibt es doch im Ochsen und die kann man ja auch bei, also elke@ochsengarten.de bei mir bestellen. Cool, das ist gut zu wissen. Schreiben wir auch unter diese Folge drunter. Also, wir haben natürlich ein ganz großes Interesse daran, dich zu unterstützen, dich mit den Ochsengarten. Wir sind total schnell durch die Fragen durchgekommen. Ne? Ich hätte noch so ein paar kleine Fragen, wo wir mal ein bisschen vom Ochsengarten abschwenken. Du hast gesagt, du hast vorher schon eine andere Kneipe gehabt. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was das mal war und wo und wie? So ein paar kurzen Abriss einfach aus Neugier. In der Lindwurmstraße war von der Größe her auch ungefähr so und war eben eine Fetischkneipe. Also die Leute konnten im Outfit hingehen. Wir haben auch sozusagen mehr oder weniger darum gebeten, gerade Freitag und Samstag und so. Und da ist durchaus auch einiges passiert. Also da haben die Leute gespielt und sich anderweitig betätigt. Also So mit Spieleinrichtung oder? Ja, wenig. Wir haben ein paar Haken und so gehabt. Aber da wurde einfach improvisiert. Da gab es halt keinen Bock, sondern man hat sich über den Tisch gelegt. Genau, Spielzeug, da fällt mir ein, da hast du im Ochsen irgendwie noch Spielzeug vorhanden, irgendwie Andreas Kreuz, Fesseln an der Wand, da war ja ein bisschen was, war ja da, der Käfig war da. Behältst du das? Hast du da was? Auf jeden Fall, also vielleicht kommen auch noch ein, zwei neue Sachen dazu, aber das ist doch nicht in Stein gemeißelt. Ja. Und hast du den SM-Stammtisch auch erwähnt, über den wissen wir auch fast gar nichts, wir wissen, dass der Donnerstag stattfindet. Trifft sich da so? Wer sind es? Wie seid ihr da? Bist du auch über einen Kontakt zum Friedel dazu gekommen oder wie hat sich das eigentlich ergeben? Nein. Der Stammtisch inseriert ja, also es gibt verschiedene Plattformen, unter anderem die Sklavenzentrale.com. Ich weiß nicht, ob das ist. Ein paar von uns kennen die. Okay. Die Anmeldung braucht ein Wörterbuch. Ja, stimmt. Wo gerade gestern drüber geredet. Ja, und da war ja zum Beispiel der Stammtisch immer als Veranstaltung eingetragen und so bin ich drauf gekommen und bin jetzt auch schon, seit 15 Jahren in der Szene unterwegs und so. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Wie es zum Stammtisch kam im Ochsen? Wie sich das ergeben hat, dass der da stattfindet? Früher war er ja im Cook und dann hat das Cook ja zugemacht, beziehungsweise wurde ja übernommen und war dann ganz komisch. Okay. Und dann haben wir lang uns ab und zu mal in irgendwelchen Lokalen getroffen. Aber im Cook konnten wir ja auch schon spielen und das war halt nur so zum Essen treffen, war blöd. Und dann hat eine von unserem Stammtisch mal den Friedel gefragt und der hat uns erlaubt, dass wir uns donnerstags treffen. Wie groß ist die Runde da so, die so gelegentlich zusammenkommt? Mega unterschiedlich. Also wir sind manchmal auch schon zu fünf da gesessen, aber manchmal auch 30. Also das ist, Welche Gemeinsamkeiten siehst du denn mit dir, den Hetero-SM-Stammtisch, dem Ochsengarten und der schwulen Community? Gibt es da Gemeinsamkeiten oder würdest du sagen, das ist völlig konträr? Also zum einen glaube ich hoffe, ich trete da jetzt in kein Fettnäpfchen, dass es durchaus auch viele Schwule gibt, die mit SM was zu tun haben. Und also unser Stammtisch ist eher auch offen für alle, also wir sind nicht unbedingt hetero, wir haben sehr viel Bisexuelle dabei und es steht aber auch auf unseren Plakaten, also hetero, schwul, bi, anders. Ich sage immer, für mich sind sowieso alles Menschen, also egal ob jetzt LGBTI+. Sternchen. Wahlweise Sternchen.
Ja, was ich da gedacht habe, als du die Frage so gestellt hast, ist, ich glaube, was sehr verbindend sein kann, ist ja das, was du beschreibst, dieses Kinky, dieses SM. Mhm. Das wird ja von Menschen, wahrscheinlich den allermeisten Menschen, eben wie du es nanntest, als anders empfunden. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, das die queere Welt auch gut kennt. Ja? Und das finde ich schon, fühlt sich für mich verbindend an dieser Stelle. Ja, ja, tatsächlich ist es so, dass BDSM noch länger eine Krankheit war als Homosexualität. Mhm. 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 Ja. Ich gehört, ja. Das haben wir ja festgestellt, dass es doch die eine oder andere Gemeinsamkeit gibt. Ich glaube und ich weiß auch, weil ich ja selber auch sehr SM-affin bin, dass BDSM auch in der schwulen Welt ein großes Thema ist, sehr breit und auch sehr tiefgehend. Wenn du hoffentlich bald wieder aufmachen kannst, so wie die ganzen anderen Läden dann auch, dann wünschen wir dir, glaube ich, viel Erfolg und einen guten Start für dich. Wo würdest du dich, also was hoffst du für die nächsten 2 bis 5 Jahre mit der Entwicklung vom Ochsengarten? Hast du da schon irgendwie eine Idee für dich, in welche Richtung es gehen soll? Oder hast du da eine Idee zu? Also eigentlich hoffe ich nur, dass die alten Gäste alle wieder kommen. Natürlich gerne auch neue dazu. Ich werde jetzt vielleicht so den einen oder anderen Weg beschreiten, der vorher nicht war, im Sinne von Twitter und Instagram und so. Habe jetzt auch den Ochsengarten in der Sklavenzentrale als Location eingetragen. Cool. Und also die alten Kunden und noch ein paar mehr und dann hoffe ich auf schöne Partys. Super. Darf ich dich noch was Persönliches fragen? Ja, bitte. Was sind denn so deine fetische Vorlieben? Was magst du unseren Hörern und Zuschauern verraten über dich? Okay, also Fetische selber habe ich in dem Sinn eigentlich gar keinen. Ich mag gern Lack, aber das ist kein Fetisch von mir. Fetisch ist ja eigentlich was... Ja, was auch ohne den Rest quasi existiert. Ja, ja. Aber okay, Lack ist cool. Und ich stehe auch gern an diesem Ende der Peitsche. Okay. Ja, hoffentlich stacheln wir dann die Gäste nicht zu unanständigen Benehmen an. Und ich habe übrigens ein Fetisch für Feuerwehrjacken. Für Feuerwehrjacken, okay. Alles klar. Also Jungs, zur Eröffnung. Das Feuerwehroutfit raus, ne? Zur Eröffnung, genau. Wunderbar. Aber das wäre aber schön, dass jeder, der ein Feuerwehroutfit kommt, kriegt einen gratis Schnaps. Da hat die Elke was davon und wir auch. Und der Schwarzer. Nein, Spaß. Ja, dann... Viel Glück, dass der Ochsengarten einen sehr guten Start bekommt mit dir zusammen. Und wir sehen uns bestimmt das ein oder andere Mal in dem ein oder anderen Outfit. In der ein oder anderen Alkoholzustand. Oder Feuer, kann man die eigentlich kaufen? Bei eBay. Okay. Ja. Also, toi, toi, toi. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Danke. Schönen Tag noch und bis gleich im Ochsengarten. Dankeschön. Danke dir. Ich danke euch. Tschö. Thank you.